zusammen. Endlich haben wir es geschafft. Ganz Deutschland juckt das Sommerloch. Und wir haben beschlossen, euch dran zu kratzen. Denn, ich habe hier den Philipp bei mir. Ich bin der Johannes. Und wir haben vor, euch in Zukunft fast stündlich mit Podcasts zu versorgen. Wovon Philipp noch nichts weiß. Ich muss jetzt alle Jobs kündigen. Und ja, hi Philipp. Hi, schön, dass wir diesen Wahnsinn wagen. Von wo hast du dich denn zugeschaltet? Wo bist du denn? Ich würde gerne sagen aus meiner Betthöhle, aber das ist super abgegriffen. Vor allem nicht mit dem Bild im Hintergrund. Eben, das ist wahrscheinlich die lameste Betthöhle, die es jemals gab. Nee, ich. Alfred, bring mir den IKEA-Katalog. Nein, ich sitze hier mit lauwarmem Wasser und viel zu warmem Bierchen zu Hause bei gefühlten 40 Grad. Es ist super, super ätzend heiß in der Bude und freue mich, dass wir so ein bisschen Internetzeit verbringen. In Köln. Jawohl. Und ich sitze in meinem 200 Seelendörfchen an der Mosel. Den genauen Standort lassen wir besser sein. Kennt eh keine Sau. Nee, ist schön hier, ist toll hier, aber tu doch nichts zur Sache, weil sonst steht irgendwann, hinter der Kamera ist ein Fenster, man hat führt zur Straße. Aber wir können direkt unser erstes Gewinnspiel raushauen. Wer Johannes' genauen Standort in diesem allen unbekannten 200-Seelen-Ort an der Mosel herausfindet, ich finde, damit sind schon viele Hinweise gegeben. Und mir ein Herz an die Hauswand pinkelt. Und ein Herz an seine Hauswand pinkelt, gewinnt eine handsignierte Michael Wendler CD von 1994 von mir. Die hast du? Die besitzt du? Ja klar. Wer besitzt die nicht? Ich. Wie alt war nein, denn? Aber damit sind wir schon im Thema. Ja. Ich hab meinen Plattenschrank aufgeräumt die Tage. Oh. Es ist super heiß und ich bin halt jemand, der kann... ja, so als Musiker ist es zu heiß zum Gitarre spielen. Ich finde, wenn man halbnackt auf dem Balkon sitzt im Jacuzzi, geht's eh nicht mit der Gitarre. Wenn du hör auf, ich werde schon geil. Wenn du nackten Oberkörper hast, klebt die Klampfe immer so widerlich. Deswegen habe ich mich so ein bisschen dagegen entschieden und habe beschlossen, weil ich bin jemand, ich kann nicht gut lange still sitzen und gar nichts machen. Und habe am Wochenende entschieden, meinen Plattenschrank mal nochmal so ein bisschen aufzuräumen. Für alle Kids, die hier zuhören und zuschauen, Schallplatten sind gemeint, nicht die Platten, die bei euch im Badezimmer an der Wand hängen. Und das ist so ein Relikt aus vergangener Zeit. Auf jeden Fall. Moment, lass uns noch mal eine Sekunde. Ich greife mal nach links. Hast du eine greifbar? Ah, Tausende, warte mal. Jawohl. Ich kann aber meine letzte Errungenschaft einfach raushauen. Die steht auch gleich ganz vorne. Das ist eine Platte. Genau. Das ist eigentlich eine Platte. Eine Hülle. So, liebe Kinder. Jetzt kriegst du nicht raus. Das ist eine Platte. Die können sich zwei gut befreundete Menschen auf einer Wiese über lange Distanzen zuwerfen. Fliegt spitze. Ist auch super, wenn man den Esstisch nicht großflächig beim Essen verdrecken will. Sehr gut, ja. Oder aber, wenn nur leichter Schneefall ist und man wohnt im Hang und dann Popo. Und ab auf die Straße. Und ich habe noch eine wunderbare Verwendungsweise. Also du hast es schon so als Tischset im weitesten angesprochen. Ich war aber mal auf einer Veranstaltung, da haben sie original Schallplatten verwendet, um darauf, ist wirklich kein Scherz, Met-Igel zu servieren. Das heißt, nein. In der Mitte von der 80er-Jahre-Schallplatte, die hatte der Betreiber der Location, hatte extra am Flohmarkt einfach so 80er-Schallplatten gekauft. Da waren auch teilweise gruselige Sachen dabei. Aber auch Modern Talking, Michael Jackson, also echt auch teilweise... Moment, du hast jetzt gesagt, gruselige Sachen, aber auch Modern Talking. Ja gut, also es gibt ja, sind wir uns ja wohl einig, es gibt durchaus Sachen, die sind noch gruseliger als Modern Talking. Ja, die beiden allein, zum Beispiel. Ja. Naja, und dann Met-Igel drauf. Und dann haben die also quasi die Schallplatten genommen als Tablett, wenn man so will, oder als Anrichte. Und für diese Anrichte, Tableaus wurden eben Platten der 80er Jahre verwendet und darauf war dann der Met-Igel drapiert und die Kellnerinnen und Kellner. Waren das Singles?
Also jetzt nicht der Beziehungsstatus der Leute, sondern... Ob die Kellner Single waren, weiß ich nicht. Aber nee, aber kleine Platten? Hä? Moment. Nee, waren schon LPs. Moment, ich greife mal rein. Das zum Beispiel ist eine Single. Wow. Das gleiche in klein. Genau. Aber jetzt habe ich ganz lang zwischen den Bata Illich-Platten nach der Kiss-Single gesucht. Aber Johannes, warum ist denn da so ein großes Loch in der Mitte? Du, das ist schon ganz lang her, dass mich das jemand gefragt hat. weil man nämlich diese Platten auch nehmen kann und zum Beispiel diese schmalen, hohen Sektgläser schiebt man so da durch, dann klemmt man das von unten weg und wenn man einen guten Dompi trinkt, sage ich mal, dann sagen wir jetzt nicht so sabbeln dabei. Und dann fällt auch nichts auf die von Kindern aus Bangladesch mundgeklöppelte Tischdecke. Ne? Oder Schuhe oder Hose. Leute, wie ihr merkt, sind wir beide Tanzmusiker, die schon sehr viele Privatpartys bei reichen Leuten gespielt haben. Darum wird es auch unter anderem hier gehen. Ja, deshalb heißt das Ganze auch Disco-Fucks. Kurz zur Historie des Namens für die, die es wirklich interessieren sollte, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Eigentlich haben wir uns diesen Namen und dieses Logo und so weiter machen lassen. Danke nochmal, Jan. Danke. Liebe Grüße. Und wollten eigentlich eine Tanzband so nennen, bis wir festgestellt haben, dass für die Szene, in der wir Tanzmusik machen, es doch zu progressiv war. Wir waren zu wild, wir waren zu freigeistig und haben wir gedacht, wir werden jetzt vom Beruf wieder jugendlich und machen einen Podcast. Genau. Ja. Wir sind ja auch im besten Podcaster-Alter. Sind wir das? Nein. Ich denke, wir sind wahrscheinlich 20 Jahre zu. Weißt du, ich stelle mir gerade vor, wie wir zwei twitchen und anstatt Minecraft oder so, jeder von uns an so einem Tisch. Springer auf C4. Das könnte hinhauen. Mühle. Senioren Twitch wäre geil. Mit Spitzpass auf. Auf jeden Fall. Es gibt so viele geile Spiele, die man da irgendwie mal einbauen müsste, über die viel zu wenig getwitcht wird. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagt. Ich weiß gar nicht, ob man ohne Computerspiel twitchen kann. Aber wie pervers ist es, dass man dann erst eine Computersimulation von einem richtigen Spiel braucht, um darüber wieder zu twitchen? Ja, ist ja genauso. Abgesehen davon finde ich, twitchen klingt so wie, was man mit einem Pickel macht. Ja, aber es ist ja echt so ein Trend. Also jetzt nicht Twitch, sondern auch diese Idee, Sachen, die es früher mal in analog gab, jetzt zu digitalisieren. Das ist ja genau wie diese ganzen... Sowas wie Geschlechtsverkehr. Ich meine, wobei, das gibt es ja auch schon so ein paar Tage, aber es gibt gerade so eine aktuelle Welle auch von so Synthesizern und die ganzen alten Spiele kommen ja tatsächlich wieder. So die Atari-Games und so, die werden gerade echt wieder ziemlich gehypt. Lidl hat einen kleinen C64 im Verkauf vor einem Jahr oder zwei. Ja, krass. Für 99 Euro. Wow. Ich hatte ja noch den originalen. Der war so groß wie mein Auto und hatte die Rechenleistung von meinem Kugelschreiber. Das ist krass. Und den habe ich dummerweise nach Österreich verkauft. Ich wäre jetzt froh, ich hätte ihn. Einfach aus Spaß an der Freude. Weil da konntest du noch die Programmiersprache verstehen, wenn du einigermaßen Englisch kannst. Ja, und die laufen immer noch, ne? Ja, genau. Die Computer waren schon im Zweiten Weltkrieg, die laufen immer noch. Die können nichts, aber die laufen immer noch. Die können nichts, aber laufen tun die super. Haben wir auch nichts zu rechnen. So gut. So, ja. Philipp, erzähl mal. Wir sind ja beide Musiker. Du bist noch mehr Musiker als ich, weil ich habe ja auch noch eine Tätigkeit als Musiklehrer. Und wir haben ja schon öfter drüber geredet, wie mal Corona so verkraftet hat. Ich nehme jetzt mal die gute Laune aus dem ganzen Gespräch raus. Ich dachte, wir kommen noch ein bisschen endlich runter. Endlich bisschen Sadness. Und ja, im Zusammenhang damit hast du ja jetzt auch beschlossen, sagen wir mal vom reinen Barbendasein, dich wieder ein bisschen abzuwenden hin zum Nebenjob. Ne? Wir nennen jetzt keine Namen, weil wir nur Namen bezahlt werden. Übrigens, ja. Bezahlt uns, dann nennen wir eure Namen. Und
Ich denke, man darf sagen, du verkaufst Musikinstrumente, Musikequipment, ne? Jetzt zuallererst verkaufe ich meine Seele. Das ist gut. Dann ist quasi das Medium, für das ich meine Seele verkaufe, das, der Musikalienhandel, das stimmt, ja. Früher war es die Schlagerindustrie. Genau. Ist ein Aufstieg. Auf jeden Fall. Also man könnte sagen, Corona hat mich vor Schlimmerem bewahrt. Ich bin jetzt, wie mein Bruder sagte noch die Tage, herzlich willkommen in der Working Class. Es hat 14 Jahre gedauert, jetzt hast du es endlich geschafft. Klingt witzig, fühlte sich ungefähr 4 Stunden gar nicht witzig an. Also vielleicht auch so ein paar Tage länger. Ja, um so ein bisschen in der Proletariat angekommen. Ja, es ist ja wirklich so ein Stück so. Also ich war jetzt 14 Jahre komplett selbstständig, habe halt ja im Prinzip sehr früh, ich habe mit 20 mal kurz auf Lohnsteuerkarte gearbeitet, auch in einem Musikalienhandel, wo wir uns auch kennengelernt haben oder da haben wir uns nicht kennengelernt, aber wo wir beide gearbeitet haben und auch eine Zeit lang sporadisch zusammengearbeitet haben. Und ich mochte die Zeit sehr gerne. Das war eine sehr verrückte Zeit, aber man war auch noch jung. Und für mich war das halt immer klar, das ist halt nur so eine Übergangsphase, um mein Studium so ein bisschen zu finanzieren. Und später werde ich Rock'n'Roll machen und der allergrößte Superstar in Deutschland sein und so. Hat nicht ganz geklappt bis jetzt. Bisher? Ja, sehe ich auch bisher. Ganz klar. Wir arbeiten ja dran. Aber klar. Werden die nächsten Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Wenn man Glück haben. Auf jeden Fall. Ja, ich würde nicht nein sagen. Also der Traum besteht nach wie vor, aber man wird älter, man wird auch ein bisschen abgehärteter und nicht immer nur im positiven Sinne, sondern auch von den ganzen Absurditäten, die man in der Musikszene, egal ob jetzt im Dienstleisterbereich oder im Künstlerischen so kennenlernt, wird man auch... Du meinst, man wird so abgebrüht und abgewichst. Genau, ich denke, da wird auch viel Platz in diesem Podcast langfristig sein, also auch darüber so ein bisschen zu sprechen, ohne jetzt irgendwie Bashing betreiben zu wollen, was halt so in der Szene abgeht. Also ich fände es ganz schön, wenn man auch ein Forum wie so ein Podcast nutzen könnte, um so ein bisschen auch mit ein paar Mythen aufzuräumen. Also gerade aus der Schlagerszene, die ich jetzt bis zum 29. Februar, Anfang März noch wirklich als Sprungbrett nutzen wollte und wo ich auch immer noch drin bin. Also der Podcast hier ist jetzt quasi die erste offizielle Offenbarung meinerseits dahin, dass ich weiterhin nicht vorhabe, im Schlager weiterzumachen. Ich habe letztes Jahr im September... Du klingst gerade wie so ein Neonazi, der über Exit so versucht, aus der NPD zu kommen. Nein, das wäre zu hart. Ja, es gibt bestimmt Parallelen. Also man kann das vielleicht nicht so nachvollziehen. Also ich sage es mal in aller Härte. Ja. Es gibt zwei Arten von Schlagerkünstlern. Es gibt Schlagerkünstler, die leben das, die haben da voll Bock drauf. Aus Leidenschaft. Genau, also Leidenschaft, die hören diese Musik, die finden das alles total super, die gehen auch gerne auf Konzerte, wo 10 Stunden lang derselbe Beat und dieselben Sounds laufen und dieselben Themen besungen werden. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Ich gehöre zu der zweiten Kategorie, die ich nicht schlimm finde. Es gibt viele Leute, die das immer so vorwurfsvoll sagen. Ich kann das sehr gut. Also ich kann mich wunderbar auf eine Bühne stellen und Schlager singen. Ich weiß, was man dafür machen muss. Ich weiß, wie man da klingen muss. Ich finde die Lieder auch nicht schlimm zum Singen. Also ich sag's mal hart, es tut mir nicht weh oder so. Aber ich bin jetzt wirklich keiner, der Privatschlager hört und feiert. Und ich habe für mich jetzt durch Corona und auch die ganzen Geschichten, die davor passiert sind, so ein bisschen entdeckt, was es in der Musikszene und auch im Schlager für Bereiche gibt, die mir nicht vom Prozedere her gefallen. Das hat mit Geld zu tun, das hat mit mehr oder minder Kollegialität und Nicht-Kollegialität zu tun. Das hat aber auch so ein bisschen mit Dingen zu tun wie Internet, Spotify, Modernisierung, wie da produziert wird, wie da geschrieben wird, wie gemanagt wird, wer da Geld verdient. Und das betrifft nicht nur den Schlager, sondern das betrifft auch viele Bereiche. Und da würde ich den Bogen schließen, auch hin zu so ein bisschen deiner Einleitung in den Bereich. Ja, Corona ist natürlich ein riesen Problem für Leute, die ihr Geld damit verdienen, egal in welcher Art und Weise, weil erzählen wir jetzt hier nichts Neues. Veranstaltungen sind halt gerade weg, also vor allem Großveranstaltungen. Es gibt kein Geld zu verdienen. Es ist mit Sicherheit auch die nächsten Jahre so, dass wir da noch ein bisschen dran nagen werden, diejenigen, die weitermachen können und die überleben können, weil im Moment ja auch gar nicht abzusehen ist, wann geht es weiter, in welcher Form geht es weiter, wer bleibt. Die Mitte verschwindet so ein bisschen, ne? Du hast so die ganz Großen, ja, die kein Problem haben, irgendwie dann relativ schnell so ein Autokino voll zu knallen. Genau. Also ich rede jetzt nicht unbedingt auch von Bands oder Künstlern, sondern halt auch die entsprechenden Veranstalter, die halt so ein Autokino voll machen, ja, oder die sich halt eine Tour buchen. Siehe zum Beispiel Helge Schneider, der vor
nicht allzu langer Zeit noch mit, öffentlich mit dem Gedanken gespielt hat, gar nichts mehr zu machen, der jetzt wieder eine Tour irgendwie am Start hat, ja, und der einen Gig auf einem Campingplatz oder ich weiß gar nicht genau, wo das war, auf jeden Fall so eine kleine improvisierte Nummer irgendwie, halt auch dann online gepostet hat. Mich hat das sehr gefreut. Zusätzlich hast du so die ganz Kleinen und auch hier jetzt wieder kein Bashing, wobei doch schon so ein bisschen. Und zwar so die Leute, ich sag jetzt mal Hobbymusiker mit Alleinunterhalter-Keyboard, Notenschlüsseln auf der Krawatte und Zwirbelschnurrbart, genau, und lustiger Brille, der seit den 80ern schon alle Familienfeiern würzt und jedes Familienmitglied sagt dann halt irgendwie nach 3 Promille zu dem Mensch, ja, du solltest was mit Musik machen. Und diese Veranstaltungen, wo diese Leute auftreten, das sind Privatveranstaltungen, die werden auch, denke ich, verstärkt organisiert. Und das ist für dich ja gar nicht die Konkurrenz. Da rede ich jetzt gar nicht von Qualität, sondern da rede ich ja jetzt auch von der Frage, was man auch verlangt. Genau. Und Zuverlässigkeit und Professionalität und so banal klingt auch Nüchternheit durch den ganzen Abend und so weiter und so fort. Da sind wir ja auch im gleichen Geschäft. Ja, genau. Habe ich ja selber auch erlebt. Und insofern kann ich halt ja auch nachvollziehen. Mich hat Corona so ein bisschen runtergebracht, muss ich sagen. Mhm. Also positiv. Man lernt auf einmal auch, dass man immer jeden Gig annehmen muss und jeden, ja, Job annehmen muss, um rund zu kommen. Als Musiker hast du immer diese Existenzangst. Und ja, ich habe als Musiker Zeiten gehabt, wo ich wirklich, auch wenn man jetzt nicht mehr sieht, gehungert habe. Also zumindest, das klingt jetzt so nach arme Kinder in Afrika, so schlimm war es nicht. Aber halt schon so, dass man halt wirklich existenziell sich überlegt, okay, was kaufe ich jetzt, damit ich über die 4, 6 Wochen Sommerferien, in denen die Musikschulen einen ganz gern hängen lassen zum Beispiel, halt eben noch einen Kühlschrank vollkriegen und trotzdem die Miete bezahlen, halt nicht aus der Bude fliegt. Ich denke, das hast du wahrscheinlich auch. Der Klassiker, auch so trockene Nudeln mit Ketchup essen am Ende des Monats oder so, das kenne ich. Toast mit Zervelatwurst. Ja, sowas. Genau. Morgens kalt, abends warm. Ja, genau, ja, kenne ich auch, die Zeiten. Ja, naja, und ist halt nicht schön. Wie auch immer, was ich denke, was wir beide ganz gut hinbekommen haben, jeder für sich, aber auch zusammen, weil wir haben ja auch deine Corona-Sessions, haben wir uns da nochmal ein bisschen zusammengetan und du hast ja wahnsinnig viel Online-Arbeit gemacht und auch, was ich super, super geil fand, war, ist halt diese Mitsing-Nummer für die Senioren. Ja. Weil, oder worauf ich raus will, ist, Corona trennt halt so ein bisschen die Spreu vom Weizen, sag ich mal. Du hast halt die eine Fraktion, die halt nölt und sich beschwert und endlich einen Grund hat, nicht klarzukommen. Und du hast halt die andere Fraktion, die halt versucht, aus den geänderten Umständen das Beste zu machen. Na, muss ich ein bisschen widersprechen. Also die Kreativen. Ja, aber es gibt auch Kreative in die falsche Richtung. Also um da auch, ich will jetzt gar nicht so lange in dem Sadness-Ding bleiben. Wir werden auch noch genug, ja, für Spaß und Lustiges haben. Unseren Corona, ich sehe das ganz genauso wie du, ist auch so ein Motor für Neues, wie es das ja auch schon ganz oft in der Geschichte gab, auch nicht nur für die Unterhaltung. Wir wären ja sonst auch nicht hier jetzt. Genau, absolut. Ja. Also zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel. Oder eben auch, dass man sich überlegt, dann doch nochmal sich einen neuen Job zu suchen oder so. Aber wir reden ja auch mittlerweile schon über einen Zustand, der von der Schockstarre Mitte März, am 17. März gab es so diese Lockdown-artige Situation in Deutschland, bis jetzt heute zum 11.8., das sind halt auch schon ein paar Monate, die jetzt ins Land gegangen sind, mit allem drum und dran, mit eben dieser, wie gesagt, Schocksituation. Keiner wusste, was passiert. Da gebe ich dir recht, da gab es so die Ersten, die wie ich sofort gesagt haben, ah, ich habe eine Idee, ich suche mir eine Nische X oder ich mache jetzt Streaming oder ich bringe eine Single raus, vielleicht sogar eine Single, auch wenn mir da nicht alles gefallen hat, der überwiegende Teil mir nicht gefallen hat. Aber es gab halt ganz viel Bewegung, um irgendwie das Thema aufzugreifen, kreativ zu sein, vielleicht auch ein bisschen Bezug zu nehmen, da noch nicht so richtig Stellung zu beziehen. Dann gab es ganz viele Leute, die da schon mit so einem Bashing angefangen haben. Also ich bin ziemlich viel angefeindet worden für mein Streaming, so nach dem Motto Ausverkauf der Musik, wie kann man nur auf den Hut spielen oder für in dem Fall Spenden über PayPal und solche Geschichten. Ich persönlich fand es aber, also mir ging es natürlich auch ein bisschen darum, Spenden zu sammeln, klar, aber wir beide haben es ja auch zusammen gemacht, da kommen keine Reichtümer zusammen und leben kannst du davon schon dreimal nicht. Ja, wir haben bei jedem Konzert Minus gemacht. Total. Wenn man die Fahrtkosten für uns rechnet.
Ich fand es aber total nett. Ich fand es total schön. Ja. Es kamen Leute auf einmal dazu, die vorher in meiner Community zwar vorhanden waren, aber gar keine Rolle gespielt haben, also sich auch gar nicht mit mir auseinandergesetzt haben. Und mit auseinandersetzen meine ich nicht mit mir und meiner Kunst, Bullshit, sondern die einfach gesagt haben, ich kontaktiere jetzt mal nach so einer Session den Philipp oder Philipp und Johannes und auch während der Sessions. Wir haben ja auch so ein bisschen den Chat genutzt oder zumindest die Kommentarfunktion, um halt auch Leute witzigerweise zusammenzubringen. Da haben auch Leute miteinander oder untereinander geschrieben und so eine Art Community gebildet über ein paar Wochen, was ich auch total schön fand. Ich habe Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ey, das ist total geil, das ist für mich echt ein Highlight. Ich habe auch Leute jetzt wieder im echten Leben getroffen bei diversen Gartenpartys, die mich so für sich anders entdeckt haben, wo ich zum Beispiel auch ein bisschen aus dieser Schlagerecke raus konnte, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, als Künstler ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie du dein Bild im Web so ein bisschen generierst. Und das konnte man jetzt hier auch durch die Schlagzahl, die man auf einmal gemacht hat, natürlich ganz anders machen. Also vorher hatte man von mir jetzt, ich kann nur von mir sprechen, eine Single, das ist ein Schlager, dann ein paar Videos auf YouTube und auf einmal ist jede Woche eine Corona-Session live, Livestream. Man spricht, man hat Kollegen da. Ich war auch in anderen Livestreams eingeladen. Wir haben zusammengearbeitet. So erweitert man auch wieder die Community und auf einmal hat man auch Musik gespielt für die sonst. Und das fand ich zum Beispiel auch super schön. Da kann ich auch gleich noch was zu erzählen. Die hat sonst gar keinen Platz in meinem Leben. Also vor Corona habe ich fast immer dieselben Shows durchgetaktet gespielt mit immer denselben Songs. Und durch die Corona-Sessions hatte ich auf einmal den Druck, scheiße, Philipp, du willst jetzt jede Woche hier Content abliefern und der soll gut sein. Also hast du ja keinen Bedarf bei den Leuten, jetzt jede Woche dieselben 10 Songs zu spielen. Also habe ich... Da ist halt auch nichts mehr mit ohne Proben nach oben und so. Ne? Da muss man sich halt im Vorfeld mal ein bisschen Gedanken machen. Ganz genau, sondern du kramst dein altes Programm wieder hervor, du machst dir Gedanken oder du sagst den Leuten, was wir ja gemacht haben, schickt uns Wünsche. Und ich fand zum Beispiel das, was wir beide zusammen gemacht haben, die Sessions, das ist schon richtig challenging zu sagen, ey, wir bereiten uns... In dem Sinne, wir sind ja nicht unvorbereitet, wir sind dadurch vorbereitet, was wir seit x Jahren, seit über mindestens einem Jahrzehnt mehr machen. Wir sind halt, wir sind ausgebildet. Sowohl genau. Also wir haben beide unser Instrument vernünftig studiert und haben wir wissen, was wir tun als Musiker im Allgemeinen, als auch als Instrumentalisten. Und dazu kommt dann halt noch das Riesenrepertoire, was wir uns ja beide, also du mit deiner Schlagerkarriere und vorher auch in diversen Mucke-Jobs, Coverbands und so weiter, wie ich halt auch. Genau. Ich habe ja die Kunst quasi mit den Coverbands komplett an den Nagel gehangen und habe quasi seit meinem 25. Lebensjahr, damals kurz nach dem Ersten Weltkrieg, kein Künstler-Dasein mehr geführt. Ich war ja letztlich nur Kunsthandwerker, der auf irgendwelchen Stadtfesten bei Top 40 Bands halt Jump und The Final Countdown spielen konnte, so in etwa, ne? Oder kannst du halt Solo von Hold the Line spielen, alles klar, gebucht, kommst du, ne? So die Nummer halt. Genau. Und was mich da in dieser Szene sehr gestört hat, ist, dass ich auch da wieder oft mit Leuten zu tun hatte, die das auch wieder als große Kunst sehen. Und ich denke, das ist gutes Handwerk und ist Unterhaltung. Du hast mich mal so auf den Punkt gebracht, Unterschied Kunst und Unterhaltung und so weiter, so in der früheren, in dem früheren Gespräch. Und jetzt über die Corona-Zeit habe ich halt auch für mich so ein bisschen beschlossen, halt die Sachen auszuprobieren, die ich halt, sagen wir mal, zugunsten der Gitarre, was halt mein Metier ist, sein gelassen habe. Und dazu gehört halt auch dumme Scheiße reden. Und halt eben auch gesagt, okay, jetzt versuchst du es halt nochmal als Künstler, weil du hast ja auch gemerkt, dass du nicht auf jedem Stadtfest irgendwie Zicke-Zacke machen musst, um irgendwie bei dem Kühlschrank zu haben. Und viel wichtiger, du brauchst auch diese Anerkennung nicht, ohne die Leute abzuwerten, die da stehen und daran Spaß haben und sich das anzutun. Ja, ich auf Stadtfesten sowieso nicht. Die sind ja nur zufällig da. Ich finde das ja mal geil, wenn die Coverbands vor 3000 Leuten Selfies machen, die zufällig gerade da stehen, auf dem zentralen Marktplatz von irgendeiner Stadt und dann einmal so tun, als wären sie Guns N' Roses. Aber gut, okay. Da kann man zynisch drüber sein oder nicht. Das ist ja auch oft eine Frage des Blickwinkels, sag ich mal. Da will ich ja jetzt gar nicht zu böse drüber abranzen. Aber das ist natürlich auch die...
Ja, diese Abgewichstheit und Abgebrühtheit von so Tanzmuckern, wie wir sie halt sind. Ne? Oder waren oder vielleicht noch bleiben. Ja, jetzt stehen ja noch ein paar Gigs dieses Jahr an, da kann man ja auch drüber reden. Ich will auch gar nicht böse darüber sein, weil ein Stück weit das ja auch zur Ausbildung beigetragen. Also man lernt, finde ich, ich würde das auch nach wie vor jedem... Du lernst dein Handwerk halt gut. ...jedem also, Schüler auch attestieren und sagen, ey, wenn du lernen willst, wenn du Repertoire anhäufen willst, wenn du viele Genres kennenlernen willst, wenn du lernen willst, wie Touren funktioniert, wie Bühne funktioniert, wie Backstage, was miteinander mit anderen Musikern funktioniert, gibt es für mich keine härtere Schule. Na gut, außer du bist jetzt vielleicht in so einem Ultra-Ballett-Kurs oder in so einer krassen Musical-Künstlerschmiede oder was weiß ich. Da gibt es schon auch richtig krasse Sachen. Mit so einer Russentante, die noch mit der Gerte schlägt. Genau das Bild hatte ich nämlich auch gerade im Kopf. Das ist natürlich eine andere Form der Härte. Aber ich finde, also ich meine, wir hatten ja auch Jobs auch zusammen früh und haben die auch als Spaß deklariert. Aber also ich fasse es mal so zusammen. Du hast es eben schon mal kurz gesagt, ohne Proben ganz nach oben. Ja, weil man es kann, weil man ein Gehör hat, weil man... aber ganz nach oben war es ja auch nie. Weil nein, ja nur durch aber den man bildet sich das so ein und es gehört einfach zum Weg dazu. Nur du sitzt dann halt da und man muss auch mal vielleicht auch für die Leute, die keine Musik machen und hier zuhören und zusehen, sagen, es gehört schon auch was dazu, auf eine Bühne sich zu setzen oder zu stellen mit zwei Gitarren, ob das jetzt eine virtuelle Bühne oder eine echte Bühne ist, und zu sagen, okay, wir gehen jetzt wirklich dieses Risiko ein und sagen, wir haben eigentlich keinen Plan, was passiert. Und was viele ja nicht wissen, ist, das passiert auch in Gala-Bands. Also Gala-Bands kenne ich zum Beispiel so. Es gibt natürlich einige, die sind fest strukturiert, das sind feste Musiker, die spielen 60 Gigs im Jahr zusammen, aber die Zeiten sind auch flächendeckend vorbei. Also die Gala-Bands, die ich kenne, und das sind immer noch mit die größeren in Deutschland, selbst die eine relativ feste Besetzung haben, die bestehen aus einem Pool von Musikern, so wie wir beide ja auch arbeiten, wo man sagt, es gibt halt eine Band, die hat auch einen Namen, nennen wir die Band mal Disco Fergs, meinetwegen. Und die besteht immer aus 5 Bandmitgliedern auf der Bühne, so klassische Besetzung. Dann hast du aber trotzdem 5 Schlagzeuger in deinem Pool, 4 Gitarristen, 3 Sängerinnen, 2 verschiedene Sänger. Wenn ich mir überlege... Ich habe mir ja man guckt sich ja die Kollegen auch mal an, ne? Man hat halt Kollegen, die betreiben mehr Werbung oder mehr stattfinden in der Öffentlichkeit. Und hast halt Kollegen, die spielen einfach nur ihren Scheiß und gut ist. Und die haben gerade, wenn du Glück hast, haben die eine Visitenkarte. Ansonsten kriegst du irgendwie Telefonnummer intern nie getippt. So. Und als ich mir das gerade so bei den ganzen Gitarristen mal angeguckt habe, fand ich das schon ziemlich, ziemlich beeindruckend. Ich glaube, dass Maffei, Lindenberg und Westernhagen und Jule Neigel, ich schätze mal, mit mindestens 120 verschiedenen Gitarristen pro Nase zusammengearbeitet haben. Die Peter Maffei ist ja auch schon seit 70 Jahren im Geschäft, da kommt das natürlich hin. Genau, ja. Genau. Und gleiches gilt auch für Schlagzeuger und so. Also genau. Klar, Klappern gehört zum Handwerk. Da ziehe ich aber dann für mich die Grenze irgendwo. Also da sage ich dann halt, ja gut. Ich war auch mit den Wenger Boys auf dem gleichen Dixie. Und die haben sich sogar drüber beschwert. es gibt den schönen Spruch, fake it till you make it. Und das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Geschichte. Wobei ich sehe das so einerseits, Show gehört dazu. Wir sind auch, ich meine, früher hat man ernsthaft gesagt, im Showgeschäft. Ich finde den Begriff halt irgendwie so abgenutzt und wir sind definitiv nicht im Showgeschäft. Klingt so nach Paillettenanzug, ne? Showgeschäft. Genau, das ist halt so wirklich so die Liga Thomas Gottschalk, Rudi Carrell, das ist halt schon. Harry Weinfort. Genau, so die alten großen Showmaster, da steckt irgendwie TV dahinter. Und ich glaube auch, dass immer noch so die Welt um einen Florian Silbereisen oder so ist bestimmt immer noch Showgeschäft und Glamour und wenige Leute, die da im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber dieses Fleisch ist mein Gemüse-Leben, so irgendwie zu sagen, ich lebe so zwischen, ich habe Musik gelernt, das ist für mich auch der Kompromiss, irgendwie das zu machen, was ich halt irgendwie als Kind und Jugendlicher total geil fand und was halt mein allergrößter Traum war. Gleichzeitig und weil das ist, was man am besten kann und einem am leichtesten fällt. Weil das ist, was man am besten kann, weil man immer noch diesen Traum hat, irgendwann eine große Nummer zu sein. Und ich habe auch die Momente erlebt, wo ich gefühlt irgendwie in Berlin im Estrell auf einer Galabühne stehe mit Musikern, wo ich früher selber Fan war. Und die es halt nie so richtig gepackt haben, sondern die halt eben, wie du sagst, die haben dann mit Marla Glenn ist für mich auch so ein Beispiel, jeder hat mit Marla Glenn gespielt. Ich habe noch nirgendwo außer in der Galaszene so viele Musiker kennengelernt, die du ich auch nicht Backstage triffst.
und fragst, ja, wo hast du denn sonst so gespielt? Jeder von denen hier im Ruhrgebiet und überall sagt, Marla Glenn, jeder. Die hat Musiker durch, unfassbar. Und das Schlimme ist, die haben wirklich alle da gespielt, ist aber ein anderes Thema, weil das gibt es natürlich schon, dass Musiker relativ kurz nur bei bestimmten Bands bleiben. Das hat verschiedene Gründe, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Du kannst es ja auch interpretieren. Du machst halt. Hast du mich gehört? Ja. Okay. Ich dich nämlich nicht mehr. Ich glaube, also wir machen das Ganze hier über Zoom. Genau. Und Zoom enthebt uns so ein bisschen unserer Sozialkompetenz. Also. Nee, aber wie gesagt, Künstlerbegleitung lässt sich ja interpretieren als gespielt mit. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich bin da immer noch so ein bisschen oldschool. Ich denke immer, dann hast du mit den Leuten noch im Proberaum gesessen und hast da irgendwie die Tour eingeübt und warst dann unterwegs und hast, weiß ich nicht, im gleichen Tourbus gekokst oder so, aber ja gut, das gibt's, ich denke, ja, die Zeit ist vorbei. Es gibt ja auch Künstler, wo es dann wirklich so ist, beispielsweise Jürgen Drews oder Mickey Krause, die sind ja wirklich mit Bands unterwegs, wo auch wirklich geprobt wird und wo auch wirklich dann feste Bands für Touren zusammengestellt werden. Oder ich denke mal an Matthias Reim, selbst Beatrice Egli, Helene Fischer haben relativ konstant ihre Musiker gebucht. Bei Andrea Berg ist es zum Beispiel so, das weiß ich auch, dass sie sehr unbeständig ihre Bands hat, aber die tourt auch mit einer festen Band. Also ist da nicht so. Nur ich wollte ja eben auch so ein bisschen auf den Punkt hinaus, was wahrscheinlich auch viele nicht wissen, dass halt gegenüber der Dorfcoverband, die ich so als Jugendlicher als erste Idole von so einem realistischen Standpunkt aus, so da möchte ich mal irgendwann sein. Man hat natürlich so die Vorstellung, ich werde irgendwann mal so groß sein wie, keine Ahnung, selbst wenn man dann bescheiden ist, denkt man vielleicht an die Toten Hosen oder die Ärzte, aber man weiß irgendwie so, das ist schon ein ziemlich weites Ziel in weiter Ferne. Aber so die erfolgreichste Dorfcoverband, die halt alle Stadtfeste und Kirmesveranstaltungen in der Region spielt, da denkt man so, oh geil, das will ich irgendwann mal packen. Also die lokalen Platzhirsche so ein genau, bisschen. Genau. So, ne? Übrigens ist uns das damals nie als Name für eine Coverband eingefallen, weil ich total super finde, die lokalen Platzhirsche. Ja. Den habe ich hiermit gerade offiziell öffentlich für mich geblockt, sollte ich noch meine Coverband machen. Ja, sollten wir mal im Anschluss an den Podcast drüber nachdenken. Nee, aber die, die waren damals auch noch irgendwie fest. Also das waren dann auch oft, in meiner Erinnerung auch oft witzigerweise keine Profis, sondern zum großen Teil hatten die auch alle noch irgendwie feste Jobs und haben aber jedes Wochenende halt die ganzen Städte und vor allem Kleinstädte und so mit ihren Sommerfesten unsicher gemacht und haben halt irgendwie da jeden Samstag und jeden Sonntag irgendwo die Open-Air-Bühnen gerockt und man hat dann als Jugendlicher davor gestanden und dachte so, boah, geil, ich will auch diese großen Bühnen spielen und das hat sich irgendwie so ein bisschen in der Profiszene, in der ich dann ein paar Jahre später tatsächlich gelandet bin, ist das gar nicht so. Also ich habe seit 14 Jahren keine feste Band, sondern ich bin immer in irgendwelchen Pools, die sich hin und her tauschen, die sich weiterempfehlen, die sich maximal darauf runter beschränken lassen, dass man sagt, man trifft sich oder man telefoniert vorher oder mailt eine Woche vorher und sagt, ja, wir haben da Veranstaltung X, wir spielen so und so viele Stunden, so und so viele Sets und dann ist eigentlich der gemeinsame Konsens, man kennt halt das Repertoire. Das spielt dann irgendwie jede dieser Profibands plus X Lieder, die man vielleicht sich dann nochmal angucken muss. Also mir ging das jahrelang so, dass ich halt immer bei jeder neuen Poolband dann so 10 Songs hatte, wo ich dachte, ja gut, die habe ich noch nie gespielt, die hat man sich dann halt mal reingezogen, kommt da dahin und spielt dann mal ebenso mit wildfremden Leuten 5 Stunden plus Abhängen beim Soundcheck und Backstage und sonst irgendwas und Abbau und so, teilweise auch mit, wie du es eben gesagt hast, gemeinsamer Fahrt in irgendeinem Bulli oder Fahrgemeinschaften zu dem Job mit wildfremden Leuten. Dann trifft man sich irgendwo am Rastplatz und steigt dann da in die Autos um und so. Ist super interessant. Schwindet irgendwo in dem Kofferraum. Es ist echt super interessant, ist aber auch super weird irgendwie, dass man halt sagt, so geil, die stehen auf der Bühne. Und was ich immer so lustig finde, ist, deswegen komme ich ja auch darauf, weil das Publikum steht halt unten und denkt so, voll geile Band, die machen das richtig cool, die sind super eingespielt, die proben bestimmt einmal die Woche und so. Und ich habe dann auch für mich immer so erlebt, wenn du dann diese Gespräche hast mit den Leuten im Publikum, willst du denen die Illusion nehmen oder bleibst du in diesem Fake it till you make it Ding und erzählst du dann wirklich so, ja klar, wir proben zweimal die Woche, wir kennen uns. Das sind meine Buddies, wir wohnen zusammen in der WG. Super, ne? Also ich finde das ganz interessant und ganz spannend, weil ein Stück weit ist die Szene auch so. Also wir könnten jetzt auch weiter über das Thema Freundschaft innerhalb der Musikszene reden. Ja, ja. Das ist auch so ein Thema, weil Man kennt ja unfassbar viele Leute als gute Bekannte, aber so richtig genau. Freundschaften bilden sich dadurch halt auch nie aus. So diese Bruderband, wo du durch dick und dünn gehst und streitest und
kreierst und machst und so weiter, die gibt es ja im Coverbereich gar nicht. Sondern geht ja nur darum, mit möglichst wenig Aufwand, möglichst schnell jetzt seinem Publikum zu besorgen, nach Möglichkeit sogar auf Zuruf. Ja. Und ja, das ist, ich weiß, das erinnert mich alles so ein bisschen an so einen Monteurstrupp. Weißt du, so die, also ich bin jetzt hier so ein bisschen Erntehelfer. Luxemburger Grenze, ne? Und da gibt es halt schon so Handwerkertrupps, die halt, oder Handwerker, die von weiter weg kommen. Ich sag jetzt mal auch öfters aus östlichen, osteuropäischen Ländern, die dann halt hier in so einer Monteurswohnung, die ist relativ billig, dann halt auch WG-mäßig zu Hause. Hier, Paul, so weiter ist eins. Spoiler-Alarm, da kommt man vielleicht auch auf das Dorf. Und die dann halt zusammen arbeiten fahren. Und die haben dann halt echt so auch so ihr Kumpelding. Die müssen dann montags bis freitags irgendwie miteinander klarkommen. Die haben wahrscheinlich so einen Kodex, sich nicht auf den Sack zu gehen. Ich habe früher unter einer WG von so Jungs gewohnt. Das waren super nette Leute. Das waren jetzt noch keine Osteuropäer, das waren nur Ostdeutsche. Aber die waren seit Jahrzehnten kamen die immer wieder hier an die Grenze und haben dann halt in einem Handwerksbetrieb in Luxemburg halt gearbeitet und durch das Lohngefälle hat sich das gelohnt. Und ähnlich geht es eigentlich den Coverband-Musikern. Vor allem, wenn du halt als so Aushilfs- und Notfallgitarrist halt oder Notfallmusiker arbeitest. In meinem Fall war halt der Gitarrist, dass du halt schon mal so freitags einen Anruf kriegst, kannst du heute Abend? Oder keine Ahnung, kennst du das Programm von unserer Band und wenn 80% übereinstimmen und den Rest spielst du mit. Und dazu kommt ja dann noch der ganz ungeprobte Part. Oft hast du ja mittlerweile Bands, die nicht mehr zu 100% besetzt sind und die dann halt mit Unterstützung vom sprichwörtlichen Band arbeiten, weil auch überhaupt nichts Schändliches ist, weil man muss sich halt auch der ökonomischen Situation anpassen, man muss sich halt auch dem anpassen, was halt bezahlt wird und lieber einen guten Drummer oder einen guten Bass vom Band als einen schlechten live gespielt, sag ich mal. Ne? Also so, und in dem Moment wird es dann halt ganz interessant. Ich erinnere mich da an Auftritte, wo ich 5-6 Stunden und dann nicht zu selten keinen Song kannte und alles halt mitgespielt habe. Also sobald du halt die Tonart hörst, schrubbst du halt drüber. Ja, geht klar. Schon, ne? Geht schon. Ist da dürfen wir jetzt auch nicht zu viele Insider-Witze drüber raushauen, glaube ich. Nein, ich finde das auch gar nicht so witzig. Also wie gesagt, ich möchte das nochmal betonen, das ist, was Gehörbildung angeht, finde ich eine total geile Schule, auch eben so auf die Bühne zu müssen und Songs zu spielen, wo man keine Ahnung hat, was das ist, wer das ist. Also ich kenne die Situation auch gut. Als Sänger hat man die seltener, weil da sollte man natürlich schon irgendwie eine Melodie kennen und den Text irgendwie kennen oder ablesen. Aber auch da gibt es ja Hilfsmittel. Ich kenne genug Sänger, die kein Englisch können. Ja gut, darauf wollte ich jetzt gar nicht so unbedingt hinaus, sondern wirklich einfach so, klar, also da musst du halt schon irgendwie wissen, was passiert, aber auch da, auch was das Thema vom Band oder Halbplayback und so angeht, es ist ja auch anderen Situationen geschuldet. Du musst halt heutzutage auch noch viel mehr Repertoire können, weil du als Band, wenn du davon irgendwie leben willst und das ganze Jahr zu tun haben willst, reicht halt nicht nur das Repertoire für so eine geile 2-Set lange Sommerparty auf dem Stadtfest, sondern du musst auch für eine Hochzeit das Repertoire haben, am besten dann für aus den 60er Jahren bis aktuelle Top 40 Charts. Du musst Karneval. Tanzmusik können, du musst Karneval im Programm haben, du musst Dinnermusik bedienen können und. Und das ist halt für viele gar nicht mehr, vor allem ohne Proben und ohne eine Band, die dir auch deinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Weil früher gab es tatsächlich Bands, die haben so viele Jobs gemacht, dass die irgendwie 100, 120 Termine pro Jahr gespielt haben. Und die gibt es auch mit Sicherheit immer noch so in dem Bereich. Es wird halt nur immer weniger und die Flexibilität ist einfach gefragt. Und auch bei den Sängern beobachte ich das. Es gibt halt immer noch so Sänger vom alten Schlag, die können 30 bis 50 Titel, die können die auch super geil. Also zum Beispiel irgendwelche Soul-Sänger, die sind halt tierisch geil in ihrem Bereich. Aber die haben sich darauf so ein bisschen spezialisiert. Also die werden halt gebucht, um von 10 bis 1 Uhr halt die Soul-R&B-Party Cool and the Gang. Fire zu spielen. Fresh, We Are Family, so die ganzen Dinge halt abzufeuern.
Und die singen aber zum Beispiel dann keinen Schlager. Also die haben dann echt ihre Nische und das hat auch früher super funktioniert. Und dann hat das so auf so einer Galabühne, weil Geld spielt dann auch oft keine Rolle. Das sind dann so Riesenveranstaltungen. Und als Mitternachtseck kommt dann noch irgendwie eine Berühmtheit, die dann nochmal dazwischen spielt und dann übernimmt wieder die Galaband zwei Stunden. Klingt ja jetzt genau wie Fleisch ist mein Gemüse. Genau. Und nur, ich weiß jetzt nicht, ob jeder, der sich das hier anhört, weiß, wovon wir da reden, um das kurz zu erwähnen. Fleisch ist mein Gemüse ist ein unter Musikern und speziell unter Cover- und Tanzmusikern sehr bekanntes Buch vom allseits geliebten Heinz Strunk, der in dem Buch so ein bisschen mit seiner Jugend als Saxophon- und Querflötenspielender Tanzmusiker in einer ziemlich abgeranzten, aber dennoch ihn finanziell über Wasser haltenden Tanzband halt führt, ist für alle Leute sehr, also ich empfehle das Buch jetzt einfach mal zu lesen. Für die meisten wird es sehr lustig sein. Ich hatte an ein paar Stellen echt Wasser in den Augen, aber nicht vor Lachen, weil halt auch wirklich so, aber jetzt, also ich finde, wir haben jetzt genug traurig dahergeredet. Also, ja, auf jeden Fall. Aber er schildert halt auch die Momente, wo du halt als Musiker auch denkst, oh scheiße, vielleicht wäre ich dann doch besser zur Sparkasse gegangen. Irgendwie oder so. Ja, total. Ja, auch die goldenen Zeiten, wo noch richtig Geld verdient wurde in dem Bereich, das schildert er ja auch so ein bisschen mit. Und vielleicht noch als Tipp für all diejenigen, die lesefaul sind, es gibt das ganze Ding natürlich auch mittlerweile als Hörbuch von Heinz Strunk persönlich vorgelesen. Das ist richtig lustig, weil wer Heinz Strunk nicht kennt, einfach ein super witziger Typ, hat einen norddeutschen Akzent, also es kommt so ein bisschen mit so einem Hamburger Sound daher. Und das ist halt echt extrem lustig, sich das Ganze reinzuziehen, weil der das halt... Ist ein Newcomer aus Norddeutschland, Heinz Strunk. Wir wollen ihn hier so ein bisschen fördern. Ja. Und der ist Heinz. Props raus an Heinz. Bleib dran. Du wirst irgendwann richtig das. Bekannt mit dem. Du solltest auf jeden Fall mehr Bücher schreiben. Auf jeden Fall. Die Tiffany's. Genau. Nee, Fleisch ist mein Gemüse. So, jetzt haben wir ganz viel über Tanzmucke genördet und geredet. Ich will, dass unser Podcast eine Playlist kriegt. Und ich finde, wir sollten die Playlist heute feierlich anfangen zu füllen. Auf jeden Fall. Also vielleicht solltest du noch mal kurz erklären, für alle, die neu zuhören, ist ja unsere erste Folge, was du oder was wir uns mit der Playlist so konkret langfristig vorstellen. Also wofür die sein soll, wo die stattfindet. Ich hätte gerne eine Playlist, die muss jetzt nicht unbedingt immer zu den Folgen vom Podcast passen. Aber ich denke, wir sollten uns jede Folge lang irgendwie mindestens einen Song überlegen, den wir da draufpacken, weil er einfach entweder extrem skurril ist oder zur momentanen Laune passt, weil wir halt einfach denken, dass die Leute sich das anhören sollten. Ich will das aber gar nicht so ernst nehmen. Ich bin Freund von skurrilem, blödem Zeug und dementsprechend habe ich mir auch schon den ersten Song ausgedacht, aber weil du das wahrscheinlich nicht getan hast, weil ich dich im Vorfeld gar nicht darauf angeimpft habe, dass du jetzt einen nennen sollst. Ja. Spontan. Mal gucken, vielleicht habe ich ja einen. Ach scheiße, du Streber. Was ist dein Song für diese Folge? Fang du mal an. Ne? Ich hab einen sehr kitschigen Song von einer Band, die unberechtigterweise viel zu wenig Leute kennen. Ist auch eher so meine Abteilung. Also ich glaube, dass das auch eher weniger von dir kommen würde. Vielleicht gefällt dir die Band ja auch. Ja. Ist eigentlich keine Band, sondern eine amerikanische Singer-Songwriter-Klitsche. Also es ist ein Typ. Eine Klitsche. Ja, ich sag gerne Klitsche, weil die Aufnahmen sind total lo-fi. Also das ist so eine der Platten von dieser Band ist so schlecht aufgenommen, dass es schon wieder geil ist. Und das ist halt so dieses Segment Lo-Fi so ein bisschen. Also es ist sehr rudimentär in einem Haus aufgenommen. Der Typ, der das ganze Projekt eigentlich alleine abbildet, ab und zu war der Gastmusiker dabei, nennt sich Bright Eyes. Mhm. So wie man das kennt, so kanadischer Holzfäller mit langen Haaren, so ein bisschen verschrobener Typ, so ein bisschen in Richtung Jack White. Man weiß nicht so richtig, wie man den greifen soll. Und der hat einen wunderbaren Song gemacht, der passt ganz gut zum Start eines neuen Podcasts, eines neuen Lebensabschnittes von Johannes und mir. Und der Song heißt... Zücke den Kugelschreiber. Ja. This is the first day of my life von Bright Eyes. Absolute Hörempfehlung, packen wir in die Playlist. Was Schönes für einen lauen Sommerabend und Selbstmordgedanken an Weihnachten. Ja, mein Song passt da super dazu. Ja. Und zwar ist der von einem Künstler, der so mittlerweile so ein bisschen verloren gegangen ist
und von dem man auch jetzt gerade über Corona nicht mehr wirklich was gehört hat. Lustigerweise sehe ich ihn aber jeden Tag. Oh. Und zwar auf einem Werbeplakat auf dem Parkplatz von meinem Stammbaumarkt. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Hast du eine Idee, von wem ich reden könnte? Ich habe erst an David Hasselhoff gedacht. Weil, Nee, wäre viel zu naheliegend. Dafür kennen wir uns ja zu gut. Nee. Okay, weiter. Ich gebe dir noch einen Tipp. Ist ein recht guter Fingerstyle-Gitarrist, glaube ich. Oder zumindest ist er mit der Akustikgitarre auch bekannt. Jetzt wirklich nicht wirklich Ed Sheeran, ne? Relativ weit weg davon. Wenn ich jetzt sage, wie der Song heißt, vielleicht kommst du da drauf. Und zwar heißt der Song Spiegelei auf Brot. Und ist von Mike Krüger. Mike Krüger, heute schon genannt worden. Spiegelei auf Brot von Mike Krüger. Habe ich mir neulich nochmal angehört. Sogar aktiv. Und habe darüber nachgedacht, was dieser Song uns denn sagen soll. Und das war, die 80er waren schon geil. In den 80ern konntest du dir Sachen erlauben, die echt keinen Sinn gemacht haben. Ja. Und das ist eine davon. Und ich, jetzt mal abgesehen davon, dass es einfach wahnsinnig geil trashig ist, Spiegelei auf Brot von Mike Krüger zu hören. Wenn man sich mal überlegt, mit wie wenig man so viele Leute entertainen konnte und wie viel man heute machen muss, um gehaltvolles Entertainment irgendwie rauszuhauen. Da, ich weiß nicht, ob ich traurig sein soll, dass auf der einen Seite es den Künstlern immer schwerer gemacht wird, auf der anderen Seite freue ich mich eigentlich, dass die Leute anfangen zu denken. Ne? Und dass die Leute anfangen, Anspruch zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob die Leute da wirklich denken. Ich glaube, dass einfach auch das so ein bisschen der Zeit geschuldet ist. Also nicht im Sinne von, das sind jetzt andere Zeiten, sondern die Verfügbarkeit von Musik führt ja auch dazu, dass du heute auch viel besser dir anhören kannst, was früher noch abging. Und dann hast du halt so einen Mix aus Technologisierung und auf der anderen Seite, aber auch, ich sag zum Beispiel oft, wir haben ja öfter auch schon mal den Streit gehabt, sind die Beatles jetzt genial oder nicht? Wir haben da zwei unterschiedliche Fassungen. Ich sage aber als riesengroßer Beatles-Fan, dass die Beatles vor allen Dingen auch in einer Zeit aufgetaucht sind, wo die Konkurrenz einfach viel geringer war und wo auch noch nicht so viel gesagt und gemacht wurde. Und ich glaube, wenn heute sich einer auf die Bühne stellen würde und würde das machen, was Mike Krüger oder auch viele, viele andere Kollegen rudimentär gemacht haben vor 20, 30 oder sogar 40 Jahren. Ich meine, auch in den 60ern gab es ja schon Künstler wie Joan Baez oder Donovan oder sowas, die auch super, super rudimentär Musik gemacht haben. Das würde halt heute einfach keine Sorgen interessieren, aber nicht, weil es scheiße ist oder weil die Leute denken, sondern weil die Leute einfach mehr Klimbim gewohnt sind. Also ich habe das jetzt auch die letzten Wochen erlebt. Witzigerweise, das wollte ich eben schon kurz sagen, ich habe am Samstag zum ersten Mal seit Corona wieder eine Hochzeit gespielt. Die war sehr schön, die war nett und so, also richtig so Hochzeit und du bist halt erfolgreich. Ja, und ich habe da Sektempfang gespielt. Also Sektempfang im Sinne von, die Leute sind halt mit anderen Dingen als mit mir beschäftigt. Hintergrundmusik. Ich war seit 4 Monaten zum ersten Mal wieder die Living Jukebox, die einfach irgendwas gedudelt hat. Und das hat mich echt fertig gemacht nach 4 Monaten, weil ich habe in der Zwischenzeit fast ausschließlich Konzerte gespielt. Also Menschen, die da sitzen und die sich mal wieder 100% auf das, was ich gerade mache, konzentrieren. Und es ist mir echt schwer gefallen, weil ich das nicht mehr gewohnt war, einfach nur da zu stehen und keiner klatscht, keiner. Also die Leute finden das super, die kommen auch danach und sagen, ey, echt toll, tolle Songs und so, aber du kriegst halt nicht mehr dieses direkte Feedback. Und genau das Gleiche passiert, glaube ich, auch mit Songs, die heute so rudimentär gehalten sind oder sowas wie Otto. Otto hat so unfassbar geile Sachen gemacht, die aber auch dadurch funktionieren. Kannst du die aber heute nicht mehr anhören? Nee. Ne, jetzt gerade wieder, gerade in der aktuellen Diskussion, die Nummer mit dem Farbigen im ersten Otto-Film, ja, wo ich bekennend sagen muss, ich finde die immer noch brüllend lustig, ist sie auch, weil sie halt einfach albern ist und auch unschuldig albern, ja, aber ist halt tot. Ne? Ja, ist halt tot, ähnlich wie, du hast aber auch viele von den alten Großen, die hätten einfach rechtzeitig aufhören sollen. Absolut. Dazu gehört für mich Dieter Hallervorden. Ja. Dazu gehört für mich ein bisschen auch Mike Krüger. Ja. Die hätte ich gerne einfach so, wie sie früher waren, so in Erinnerung. Auch Thomas, ja, Gottschalk gehört für was mich. Was wäre denn aus Rudi Carrell geworden, wenn er nicht gestorben wäre? Richtig, ja. Deswegen, ja, sage ich, wer weiß, was der jetzt moderieren wird. Und deshalb habe ich auch so einen Respekt vor Frank Elstner, über den ich mich wahrscheinlich die letzten 15 Jahre lustig gemacht habe.
um dann jetzt zu sehen, dass der Typ wirklich weiß, Gespräche zu führen. Ja. Und dass der mit Wetten, das war's nochmal richtig gescored. Also ich finde es richtig gut. Jetzt nicht nur, was auf Netflix läuft, sondern auch vorher, was im Internet lief. Mhm. Fand ich ziemlich geil. Nichtsdestotrotz ist mir eigentlich viel zu ernst. Ich hatte einfach Bock auf Spiegelei auf Brot von Mike Krüger. Geile Nummer auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hast du die noch im Ohr? Ich kann mich noch ganz, ganz, ganz düster an den Refrain erinnern. Ich frage mich, wie die musikalische Form von diesem Lied heißt, weil der Gag war ja der, dass er immer einen Reim gebracht hat und die Leute als Antwort immer Spiegelei auf Brot singen konnten. Ja. So, das war quasi so die Vorstufe vom Ballermann, vom Ballermann-Star, der die Leute mit so Kindergartentänzen irgendwie entertaint, die sie sofort mitmachen können. Ich finde ohnehin, dass Mike Krüger eigentlich einen Platz nach sich benannt haben müsste, irgendwie auf der Schinkenstraße oder so, weil vieles von dem, was heute auf Mallorca passiert, beginnt mit Dingen, die Mike Krüger und ein, zwei Kollegen eigentlich in den 80ern so von sich gegeben haben. Echt Mike Krüger? Ja, und auf jeden Fall. Wer denn noch? Karl Dall? Karl Dall, also im Prinzip Itzi, Brüder Itzi, Ibiza. Ja, also die ganz klar so die Gebrüder Blattschuss-Ecke halt. Die haben definitiv diese Nonsens-Songs, die sehr simpel funktionieren, die ganz einfache Formen haben, die Call-and-Respond-Geschichten machen, haben die definitiv irgendwie vorbereitet. Ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen halb mein Ernst. Aber da ist halt schon, wie du schon sagst, viel drin. Also Spiegelei auf die Brot. Musikgeschichte muss neu geschrieben werden. Die Gebrüder Blattschuss. Man könnte sagen, Spiegelei auf Brot ist die Vorlage für geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. Nee, anders. Nee. Spiegelei auf Brot ist für mich eigentlich deutscher 80er-Jahre-Gospel. Halt Call and Response, verstehst du? Ist das dann die gleiche Abteilung wie eisgekühlter Bommerlunder? Ja. Ja, wobei eisgekühlter Bommerlunder ist ja einfacher. Ist ja wobei weiß ich gar nicht so wirklich. Auf jeden Fall muss ich sagen, mein erster Kontakt zu Mike Krüger war wahrscheinlich schon im Kindergartenalter. Und ich habe damals, ich erinnere mich an ein Event in meiner Grundschulzeit, wo ich damals vor der Mini-Playback-Show gab es ja schon so Anfälle, wo Kinder unheimlich gerne zu Popsongs gelipsynkt haben. Ja. Und ich erinnere mich, lass mich überlegen, dass ich das mal mit einer Lip-Syncing-Band bestehend aus ein paar Klassenkameraden gemacht habe, mit einem Tennisschläger, wo ich mir aus Goldfolie Blitze draufgeklebt habe auf die Bespannung als Gitarre. Da konnte ich doch noch gar nicht spielen. Und die zwei Songs, die ich da präsentiert habe, war The Final Countdown von Europe und Bodo mit dem Bagger. Geil! Das ist echt geil. Bodo mit dem Bagger ist super. Ja, vor allem Bodo mit dem Bagger habe ich eine ganz spannende... Und ich habe erst 20 Jahre später gerafft, dass da ein Wortspiel mit Baggern und Baggern... Ja, kennt man als Kind ja nicht. Als Eben. Kind ist ich war ja noch unschuldig. Als Die Kind Landjugend. Ist der Bagger ein Bagger und Bodo ist ein Held. Ja. Weißt du, so, da kommt Bodo in der Disco an, er hat gehört, dass man da gut baggern kann. Ja. Und ich habe 15 Jahre damit verbracht, mich zu fragen... Weißt du, ich kam irgendwann zum ersten Mal in meinem Leben in eine Disco und hab das Matschloch gesucht, weißt du? Ich dachte, wie, hier kann man gar nicht baggern, ist doch scheiße hier. Weißt du, hätte ich nicht gewusst, hätte ich die sauberen Kleider angezogen. Extra die Matschschuhe eigentlich. Die Irrungen und Wirrungen der Dorfjugend. Genau. Thema Coverbands. Wir hatten schon mal die Rede davon, ohne jetzt zu viele peinliche Anekdoten in der Öffentlichkeit breitzuschlagen. Coverversionen. Die 5 schlechtesten Coverversionen. Boah, ich weiß gar nicht. Ich hab mir echt eben Gedanken gemacht und es ist mir schwer gefallen, 5 schlechte Coverversionen zu finden. Ja, fällt mir, glaube ich, auch schwer, so auf den ersten Blick. Also ich, vor allem, es gibt halt schlechte und schlechte. Also es gibt Sachen, die fallen einem gar nicht so richtig ein. Dann gibt es Sachen, die kennt man eher als Cover? Ja, und findet sie dann auch später schlecht. Also zum Beispiel 7 ewig Brücken. Werdender Streit, bitte? Sie über 7 Brücken zum Beispiel? Über 7 Brücken, ein gutes Beispiel. Ja, hast du Maffei im Ohr und nicht Karat? Knocking on Heaven's Door ist für mich zum Beispiel auch so ein Thema. Ewiger Streit. Es gibt ganz viel krasse Bob Dylan-Puristen, die sagen, wow, Affront. Dann gibt es ganz viele Leute, die
deutlich jünger sind und eben sich so ein bisschen dem Stadionrock verschrieben haben und die sagen halt, die Version von Guns N' Roses ist 100-mal geiler. Es gibt aber zum Beispiel auch eine Coverversion von Knockin' on Heaven's Door von Eric Clapton, die ist unfassbar scheiße. Ja, wie vieles also von scheiße. Eric Clapton übrigens ja. unfassbar scheiße ist. Die Gitarristen werden mich jetzt wieder hassen, aber ich ja, finde, Clapton auch hat vieles ja, gemacht, was unfassbar scheiße war. Das, ich es muss aber auch immer wieder sagen. Auch, Moment, wo war, Nummer zwei, oh, ich bin heute böse in Fahrt. Eine schlechte Coverversion ist die Unplugged-Version von Layla im Verhältnis zur Originalversion von Layla von Eric Clapton. Genau. Aber was ich sagen muss, ist, ich habe mir tatsächlich von Clapton wahrscheinlich so meine ersten drei Licks abgeguckt. Ja, weil immer, wenn ich an unseren gelegentlichen gemeinsamen Tanzmucke-Gigs gelangweilt vor mich hindudel und du vielleicht auch einfach mal zu mir rüberbrüllst, ey, jetzt Solo. Und ich geistig so um 1 Uhr, so ab 1 Uhr, sag ich mal, geistig eher schon damit beschäftigt bin, ob mein Auto gleich anspringt. Dann klinge ich wie Clapton. Ja. Also nicht vom Sound her, aber von dem, was ich spiele. Also ich wie Santana. Ja, die haben wahrscheinlich das gleiche Zeug genommen, ja. Ja. Der trifft es. Aber von den Songs her, also finde ich, ist Clapton total überbewertet. Absolut. Fast so wie die Beatles. Da bin ich jetzt Veto. Also pass auf, ich hab mir 5 Coverversionen aufgeschrieben. Ja, ich habe ja schon 2. Ich habe mir 5 Coverversionen aufgeschrieben und will deine Meinung mal dazu hören. Okay. So, und die erste, die ich mir aufgeschrieben habe, ist kein einzelner Song, sondern das sind Nenas Coverversionen ihrer alten Songs. Oh, ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Nena ist für mich die sind schwierig. Ich verstehe ihre Daseinsberechtigung. Ich verstehe auch, was sie für eine Bedeutung in der NDW gespielt als, hat. Als Band war die ja der Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall. Ja, wirklich der Wahnsinn. Trotzdem aber ist dieses Coveralbum keine gute Idee. Und es also gab Kim Wilde noch so mit reinge... Bitte Kim Wilde, ja. Kim Wilde hat da noch so mit reingerotzt irgendwie. Und Kim Wilde ist das Gleiche, die war früher der Wahnsinn. Ja, ich hatte gestern witzigerweise auch noch ein Gespräch mit jemandem, wo wir witzigerweise genau über dieses Album gesprochen haben. Und dieser jemand, ein bisschen älter als ich, also deutlich älter als ich, der meinte, ja, gut, Nena, da hört man halt weg, aber Kim Wilde war schon geil. Was sich halt dann überhaupt nicht auf die Coverversion oder die Musik bezieht, aber auch ziemlich genau so ein Teil meiner Meinung widerspiegelt. Ich glaube, dass in den 80ern auch viele Kim Wilde gehört haben, weil sie einfach unheimlich scharf fanden. Genau, so ähnlich wie auch Debbie Harry oder Susie Quattro oder sowas. Ja, ne? Ja. Aber ich fand die Songs wirklich Hammer. Ich fand auch den Sound Hammer. Und ich fand, es gab eigentlich nie wieder ein Jahrzehnt, wo eine Rock'n'Roll-Band, so Rock'n'Roll-Band-mäßig mit einem weiblichen Front da auch geklungen hat. Ja, da hast du Nena gehabt. Gut, Kim Wilde war ein Solo-Artist, aber Nena ist für mich erstmal eine Band. Weißt du? Ja. Ideal, ja. Auch Wahnsinn. Ne, also zumindest in Deutschland, sage ich jetzt mal. Ja, ideal gut. Ist, bin ich völlig bei dir. Also Nenas Cover ihrer eigenen Songs ja. kriegen auf. 1 von 5 Sternen auf der Kackhaufen-Skala, würde ich ja. sagen. Ich nur auf ein Mixtape packen, wenn ich die Person nicht mehr wiedersehen will. Gut, wir haben den Kram halt schon oft zusammen gespielt, ne? Ja, meistens versaut man sie dann noch dadurch, dass man dann noch sagt, ich will die Hände sehen. Oh, wir machen im nächsten Podcast machen wir eine Liste der schlimmsten Sätze, die man in Coverbands zum Publikum sagen kann. Da habe ich gerade schon einen gesagt. Das ist okay. Sweet Dreams, Marilyn Manson. Auf jeden Fall. Da denke ich jedes Mal, wenn ich Sweet Dreams höre oder spiele, denke ich dran, aber als Gitarrist muss ich sagen, immer wenn ich spiele ich das Riff von John Five, das er bei dieser Coverversion gespielt hat, weil das ist irgendwie so trashy, dass es schon irgendwie wieder geil ist, weil die Nummer ist halt auch wirklich so, ja, wie alles von Marilyn Manson eigentlich so sehr, ich weiß gar nicht, wie ich Marilyn Manson einordnen soll, der ist nicht so wirklich Gothic, der ist nicht so wirklich Metal, das ist eigentlich so richtig seichter. Goth-Glam-Pop, ja, so ein bisschen Glim.
Oh nee, 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 Doch. Das ist jetzt etwa so, wie wenn du sagst, wie wenn du sagst, okay, hier Saw, das ist so ein bisschen wie Twilight. Findest weißt du so, Marilyn Manson zu him ist wie Saw zu Twilight. Das geht nicht. Nee, bin ich nicht bei dir. Weil das Ding ist, ich finde Marilyn Manson als Typ, als Figur und Künstler total geil. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde Sweet Dreams scheiße. Ja. Weil einfach, wenn du coverst, dann gibt dem Cover auch eine Berechtigung. Und ich fand irgendwie der Song, der war so, da hat sich der Künstler so ein bisschen auf der Qualität vom Song ausgeruht. Auf jeden Fall. Da gibt's egal wie scheiße ich We Will Rock You spiele live, machen die Leute trotzdem so. Ne? Egal wie scheiße ich das tue. Da haben wir exakt denselben Gedanken, weil ich würde direkt auf die Liste packen: Coverversion We Will Rock You und We Are the Champions von Robbie Williams. Oh ja, als schlechte Coverversion. Das ist eine Live-Version, die es auf irgendein Album geschafft hat. Die ist echt kacke. Und ich bin eine Zeit lang echt großer Robbie-Fan im weitesten Sinne gewesen. Also ich finde auch dieser Künstler ist hochinteressant als Mensch gewesen eine Zeit lang, bis er Rootbox rausgebracht hat. Ab dann ist es einfach nur noch peinlich. Aber das Cover von We Will Rock You ist genau diese Idee. Wir haben eine Live-Show, wir brauchen noch irgendeinen Song, der mega zündet. Lass mal We Will Rock You machen. Ja, wir haben schon so oft Let Me Entertain You gespielt. Ja, genau. Wahrscheinlich ist es auch scheiße, wenn du Let Me Entertain You. Robbie Williams ist bestimmt total sauer auf alle deutschen Coverbands, weil er jetzt nirgends mehr Let Me Entertain You spielen kann, weil er halt so abgenudelt ist. Absolut. Gut, sein Konto würde es ihm danken. Ich habe hier jetzt Der Hund von Baskerville von Cindy und Bert. Aua. Als eingedeutschtes Cover von Paranoid von Black Sabbath. Ja, gut, das ist jetzt eine ganz fiese Kategorie. Ich finde generell. Ist ja eigentlich geil, ne? Ja, irgendwie schon, aber die deutsche Version ist auf jeden Fall scheiße. Ja, das auf jeden Fall, aber. Weil wir suchen ja nach der Kategorie. Ja, nee, dann gut, dann passt es halt unter Scheiße. Auf jeden Fall. Ganz interessant. Aber da wo das herkommt, gibt es noch eine ganze Menge anderes Zeug. Also es gibt ja zum Beispiel auch in der Karnevalsszene und auch im Schlager ganz viel Coverversionen von zum Beispiel Irish Folk Classics, die halt hier keine Sau kennt. Die The Rover. Bitte? The Rover oder wie es genau, heißt. So, ganz Nordseeküste oder? Ich stehe da drauf. Also ich mag diese Folk-Songs aus Irland oder aus Südengland. Und da gibt es ja ganz viele Songs, die von deutschen Bands dann auch irgendwie so auf Deutsch gemacht worden sind. Also nicht jetzt im Sinne von wir machen eine deutsche Version, sondern wir machen einen eigenen Titel da draus. Fällt das dann streng genommen nicht unter den Bereich Cover, aber diese Idee ist halt die gleiche. Und das stimmt, es gab ja damals eine ganz große Zeit, auch wo viele Texte eingedeutscht worden sind. Ich kann zum Beispiel auch noch ein Beispiel anführen, das dir gefallen dürfte. Es gibt eine Spezialpressung aus dem Jahr 64 oder 63, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, der Beatles, die ihre ersten Hits Wie lieb dich. Auf Hochdeutsch gemacht haben. Und da sage ich auch. Die sind richtig scheiße, die Version, aber witzig. Naja, die haben halt in Hamburg gesessen. Ne? Die sind halt, komm, mach mal was für die Leute, ne? Komm, Elvis ist ja der gleiche als ein Heidelberg. Oh mein Gott. Ey. Oh mein Gott. Ich kann. Uah. Da laufen mir Insekten über den Rücken gefühlt. Ja, richtig, richtig schlimm. Wirklich schlimm. Okay, ein ganz schlimmes Cover. Ja. Und hier sind wir in der Kategorie, wo ich mit dem Künstler übel nehmen muss. Weißt du so, man kann ja sagen, ja, kann man so machen, ist halt scheiße, kann man mitleben. Aber man kann sich auch vornehmen, den Song so zu ruinieren, die Engländer würden sagen, it takes effort. Also du, okay. So. Madonna, American Pie. Oder? 1000%, ja. Das, also alles, was an dem Original von Miss American Pie schön ist. Man kann jetzt über Kitsch streiten, ne? Aber das Ding ist mit viel gespielt, das hat so ein bisschen Rhythm and Blues, ein bisschen Gospel und das ist ein geiler Song. Und dann kommt Madonna, die eigentlich bis dahin sogar noch als Musikerin respektiert wurde. Sie hat irgendwie vorher das Massive Attack-Album gemacht, was, wie ich finde, ganz gut gelungen ist.
und hat dann Music hinterhergeschoben und Don't Tell Me, weil ich beides gute Songs finde. Mega. Und dann kommt Miss American Pie. Das ist so unfassbar niederschmetternd schlecht gewesen, dass ich bis heute Hassanfälle kriege, wenn ich das höre. Weil das halt auch so ein Frevel an dem Original ist. Und ich bin jetzt kein ewig Gestriger, der, sag ich mal, noch die Schnürlederhose anhat und sagt, oh, früher war alles besser und Motorhead und AC/DC und was weiß ich was. Und die alten Rocksachen, weißt du, so Thomas Gottschalk-Style, ne? So in den 60ern war man noch Rocker. Sondern neue Versionen sind geil, wenn du dir Feeling Good von, ich glaube, Original war Nina Simone und du hörst die Nummer heute mal von Muse an, ja. Da platzt mir der Arsch, ne? Das ist der Hammer. Aber nee, American Pie ist definitiv ein No-Go, eine Miss American Pie. American Pie war der Film, ne? Nee, die Nummer heißt tatsächlich nur American Pie von Don. Wie der Film. Im Original. Wie der Apfelkuchenfilm. Ja. Okay. Und dann als letztes habe ich mir noch aufgeschrieben, und ich habe jetzt meine Songs nicht in der Reihenfolge gebracht. Also ich fand, aber auch ein ganz schlechter Song. Whiskey in the Jar von Metallica. Ja. Man fragt da, sich einfach nur, was soll das? Das ist halt, also ich meine, das ist ja alles schön produziert und klingt fett, aber ist halt irgendwie das Ding halt wirklich nur gecovert. Ja. Was soll das? Auch völlig einfallslos und ich finde es auch nicht wirklich geil, weil gerade wenn man so ein bisschen drauf steht, ist auch die Art und Weise, wie James Hetfield auch in der Metallica-Episode oder in dieser Zeit noch gesungen hat, gerade bei dem Song völlig deplatziert. Also es ist halt Daddy, oh! Es ist einfach so ein bisschen, es ist halt nicht geil. Es ist auch gar nicht irgendwie so im Spirit von dem Titel. Also ich find, das trägt überhaupt nicht, ne? Nee, und man hat auch das Gefühl, er hat den Song nicht verstanden. Also das ist auch, es ist halt, es wird halt gesungen wie so ein richtig beschissenes Sauflied. Ja, schwierig. Ja, so ein bisschen assig. Ne? So ein bisschen, wenn die Onkels Queen covern würden. Etwas so würde das klingen, denke ich. Ich habe aber die Onkels spielen Who Wants to Live Forever. So in etwa. Oh ja, ja, gutes Beispiel. Aber sag mal, jetzt. Ich habe aber noch ein sehr gutes Beispiel. Ja. Egal in welcher Version, was wollen wir trinken? Ach, nee. Ist nämlich auch so die Kategorie eingedeutscht. Wurde auch unter anderem von Bröselmaschine, der wunderbaren Band von Peter Bursch, gecovert, auch in einer richtig beschissenen Version. Und das muss jetzt. Weil der deutschsprachige Original kam doch aus Holland, von Bots. Genau, das kam aus Holland, ist die bekannteste Version, ist aber im Original auch eigentlich so ein British-Irish-Folk-Song. Ich wundere mich, dass die heutigen Proteste, weil die Nummer ist ja nur durch Proteste und durch Umweltbewegung, Friedensbewegung war, glaube ich. Oder Anti-AKW oder was auch immer. Das waren die Shitstorms der 80er, waren Demos. Ja. Und heute geht es halt wieder los mit den Demos. Und irgendwie gab es bisher keine, wie soll ich sagen, Demonstrantenhymne. Was wollen wir trinken? Ist für mich eigentlich eine Demonstrantenhymne. Ja, stimmt. Ne? Das war so halt so die Nummer, ne? So aus dem alternativen Lager, Parker, genau. Atomkraft, nein, danke. Und dann, was sollen wir trinken, singen? Und heute vermisse ich das so ein bisschen. Also so, da fehlt auch das. Ich meine, was der Song kann, ist halt Leute zusammenführen. Ja. Wir haben den Song ja auch schon spielen müssen. Was passiert? Die Leute springen sich in die Arme, bilden einen Kreis und tanzen Pseudo-Polka-Sotaki. Und wobei. Vielleicht ein Anreiz für die nächste Podcast-Folge. Ja. 5 am häufigsten missverstandenen Titel. Da könnte man auch Was wollen wir trinken schon wieder mit reinpacken, weil die meisten Leute bei dem Song, ähnlich wie zum Beispiel auch bei Drafi Deutscher, Marmorstein und Eisenbricht, die meisten Leute checken den Song einfach nicht. Also die kapieren gar nicht, worum es geht. Das ist irgendwie, also Marmorstein... Moment, du willst mir jetzt erklären, dass Leute den Text von Marmorstein und Eisenbricht nicht kapieren. Ich habe es die letzten Wochen mehrfach live erlebt. Also da sind wir auch wieder bei dem Thema... Aber da ist doch keine zweite Ebene in dem Text drin. Nee, aber Text. Damm. Ja, aber man darf nicht unterschätzen, die Leute reduzieren das zu 100% auf Damm. Und selbst die Leute, die den Text kennen, und das ist ja das, weswegen ich ganz stark für diese Kategorie fürs nächste Mal plädieren würde,
Mein Gefühl ist, ganz viele Leute hören deshalb so gern englische Popmusik, weil das ist, also mein Lieblingsbeispiel ist hier Bon Jovi. Fast alles, was Bon Jovi gemacht hat, klingt total geil, bis man anfängt, sich den Text irgendwie anzugucken. Also klingt voll, kann man jetzt drüber streiten. Lass uns einfach mal so stehen. So die alten Bon Jovi-Aufnahmen können einem gefallen. Stadionrock, irgendwie lustig. Slippery When Wet war geil. Ja, geil. Sorry. Ist ein tierisch geiles Album, bis man anfängt, sich den Text mal genauer anzuhören. Da hast du aber mit allen Van Halen-Alben genau das gleiche Problem. Das waren alles irgendwie so. Aber nicht so krass wie bei Bon Jovi. Also Soft Bon Jovi ist schon wirklich Bed of Roses, Bad Medicine, das ist schon richtig. Ach so, das ist ja noch, ich bin ja noch früher jetzt. Ja, ja, da ist also bei Bon Jovi mit kürzeren Haaren in den 90ern. Bei ja, Keep so the Faith. Dazwischen, also Bad Medicine war auch noch so, das war doch so, stimmt, 90er, Anfang der 90er. Ja, 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 das war so. Da ging die Scheiße halt los. Ne? Und ähnlich ist es halt bei, selbst bei deutschen Titeln teilweise, ein bisschen halt eben bei Dum Dum. Und also wenn du Leute heute fragen würdest, in einem Satz zusammengefasst, worum geht es bei Marmorstein und Eisenbricht, müssen die echt überlegen. Und selbst die Leute, die den kompletten Text auswendig können, das hast du eigentlich genauso bei, was wollen wir trinken? Hm? Ja, was wollen wir trinken, ist in der Tat, da überlege ich jetzt aber auch. Aber es gibt so verschiedene Songs. Du hast ja zum Beispiel auch, also in meiner Kindheit gab es die Volksmusiksendung im Krug zum grünen Kranze noch. Mhm. Weißt du, ob dir das was sagt? Du bist ja dann doch irgendwie ein paar Jahre jünger. Ja, aber ich kenne die von aus Wiederholung. So, und das war, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch eigentlich so ein Protest- und Revoluzzer-Song aus der Zeit. Und weil es gibt halt einen Song, der heißt Im Krug zum grünen Kranze. Ja. Kannst du halt 10-mal hintereinander sagen. Im Krug zum grünen Kranze. Im Krug zum grünen Kranze. Du musst das aber mit einem G. Ich hab mich jetzt dabei ertappt. Ich sage dir hier. Krug so zum grünen Kranze. Im Krug zum grünen Kranze. Im Krug zum genau. grünen Kranze. Grün. Genau. Krug. So kennen wir es ja aus von unseren Gigs mit Cordula. Grün. Ja. Cordula grün. Mit Öl, grün. Auch das ist alles dabei. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt haben wir wirklich ewig lang, haben jetzt zwei Musiker der unteren Mittelklasse, der unteren mittleren Einkommensklasse. Die Hyundais der Musikszene. Die Hyundais der Musikszene haben sich hier hingesetzt und haben jetzt mal gerade über die Mercedes und Rolls-Royce der Musikszene so richtig schön abgelästert und das, ohne auch nur einen Ticken besser zu sein. Genau. Ich muss aber trotzdem irgendwie was Positives bringen. Was ist denn deiner Meinung nach die geilste Coverversion, die je von einem Song gemacht wurde? Zumindest, dass wir wenigstens einen haben, der uns irgendwie rockt. Ach, die geilste finde ich schwer. Ich müsste jetzt auch wieder Kategorien machen. Also, eine geile, die dir jetzt so in den Kopf kommt. Also ich hatte eben schon im Kopf, weil ich überlegt hatte, ob die schlecht ist, aber ich finde die halt echt ziemlich geil. Aber mir fallen eigentlich mehrere ein. UB40 Red Red Wine. Quatsch. Wie heißt du denn? Peter Frampton im Original. Ich stehe gerade im Schlauch. Peter Frampton war Show Me the Way, war Do You Feel Like I Do, war Kingston Town, nee. Kingston Town ist Original UB40. Google mal schnell und seh dabei nicht so aus, als würdest du googeln. Das kriege ich hin. Baby, I Love Your Way, natürlich. Ah, okay. Das ist gar nicht UB40. Nee, das ist Big Mountain. Genau, Big Mountain. Finde ich mega. Die Version ist... Also Soundtrack von Reality Bites, glaube ich. Ja, die feiere ich immer, wenn die irgendwo läuft. Ich finde die ultra geil. Geiler Sänger, richtig geiler Vibe. Ich stehe aber auch so auf diese Reggae-Feel. War so Prä-Gentleman, ne? Genau. So. Peter Frampton, also no offense, Peter Frampton, geiler Künstler. Ich finde die Version auch geil, aber ich finde irgendwie, die hat was, die Coverversion. Die ist irgendwie fetter geworden als das Original. Ja. Und so geht es mir, und das mag jetzt wieder umstritten sein, mit der Coverversion von Elton Johns Your Song von Al Jarreau. Oh ja. Die finde ich nämlich viel geiler als die Elton John Nummer. Ich finde aber generell viele sich Elton John Fans anhören. Ja, ich finde generell viele Elton John Sachen geil, aber da gibt es einige Sachen. Es gibt auch eine Version von Starman, die Elton John wiederum gesungen hat, und David Bowie hat ich müsste jetzt auch googeln, hat auch eine Nummer von Elton John gecovert. Also Elton John-Titel haben immer noch so eine Zwischenebene,
wo einige Künstler noch was rausholen konnten. Das ist definitiv sehr, sehr geil. Aber wenn wir bei guten Coverversionen sind, sind wir natürlich auch relativ schnell bei Joe Cocker. Also Summer in the City fand ich nicht wirklich gut. Nee, aber ganz klar. Aber natürlich With a Little Help from My Friends. With a Little Help from My Friends. Und auch I Shot the Sheriff ist auch eine wirklich gute Coverversion. Aber nicht so bekannt. Ne? With a Little Help from My Friends, da muss ich dann wieder sagen, das ist, glaube ich, auch das, so eine Nummer, die mein Denken über die Beatles so mitbestimmt hat, weil ja. Ich habe so als kleiner Bub quasi zuerst Cocker gehört. Und das Ding ist, wenn Cocker das spielt, ist das ein Epos. Ja. Hört das für mich in eine Reihe mit, weiß ich nicht, Bohemian Rhapsody, mit einem großen Teil von Misplaced Childhood von Marillion, vielleicht auch noch mit einem großer Teil von den ganzen Bad Out of Hell Meatloaf Sachen, also wo du so einen Epos halt hast. Ja. Jetzt Kitsch außen vor gelassen, ne? So, und dann kommt Cocker. Und dann hörst du die Beatles-Nummer an. Und dann hast du das Gefühl, du guckst dir gerade einen Vorspann an von der Rappelkiste. Ja, genau. Nee. Nee, wenn du dann auch noch mitkriegst, dass das sogar noch ein Spätwerk ist, wo man davon ausgehen kann, dass die A jetzt endlich wissen, was sie tun und B genug Drogenintus hatten, um wirklich Großartiges zu schaffen. Dann denke ich mir so, nee, sorry, With a Little Help from My Friends ist die Scheiße, aus der Joe Cocker Gold gemacht hat. Genau, aber ja. Da sind wir in der Kategorie, deswegen Joe Cocker. Dann würde ich auch als den großen geilen Coversong so stehen lassen. With a Little Help from My Friends ist eigentlich die Nummer überhaupt. Denke ich auch. Ist schön. Ja, du, wir laufen schon wieder Richtung Ende, ne? Ja, allmählich. Wir haben gar nicht drüber geredet, wie lange wir überhaupt machen. Ich gucke jetzt so einfach mal völlig unprofessionell in mein Zeitfenster hier rein. Ja, wir sind schon über die 2 Stunden raus, hör mal. Der Wahnsinn. Oder? Ich glaube, wir machen Folgendes. Erstmal müssen wir natürlich, falls überhaupt noch jemand zuhört, uns bedanken und versprechen, dass wir natürlich auch möglichst bald nachlegen. Hallo Mama, ich grüße hallo, dich. Hallo Philipps Mama, ich grüße Sie auch. ihr Lieben, auf allen sozialen Media-Kanälen werdet ihr uns finden. Alle. YouTube, Insta, Twitter. Twitch ist nicht, TikTok ist auch. Ich habe ein super Video von TikTok, das habe ich dir gestern geschickt, aber das gehört nicht in die Öffentlichkeit, auf jeden Fall. Auf jeden Fall abonniert uns, kommentiert uns, empfehlt uns weiter und bleibt uns hoffentlich lange treu. Wir werden mal sehen, wo die Reise hingeht. Bock haben wir, wenn ihr Bock habt auch, umso mehr. Und schlagt uns Zeug vor. Also ich meine, das ja das Schöne an einem Podcast ist, dass wir, weißt du, wir haben jetzt 20 Jahre auf Zuruf Scheißmusik gespielt, dann können wir jetzt auch auf Zuruf irgendwie Scheiße erzählen. Ja, wir haben auf jeden Fall Bock und Zeit. Also wenn ihr Lust habt, schickt uns gerne irgendwie abstruse Vorschläge. Wir haben jetzt bewusst dieses Format noch relativ offen gestaltet. Also wir haben einen groben Plan, worum es gehen soll. Ein ganz großer Teil, wie ihr jetzt in der ersten Folge gemerkt habt, ist natürlich der Bereich Musik, weil das ist das, wo wir beide drin leben und mitleben und herkommen und den größten Teil unseres Lebens mitverbracht haben und hoffentlich auch noch weiter verbringen dürfen. Hier soll muss aber nicht immer so sein, ne? Also nein, aber hier wird auf jeden Fall Platz sein für Rumnerden, für Nerdfacts, für Kategorisierung, finden wir super klasse. Also gerne alles in diese Richtung, wie eben die 5 besten, 5 schlechtesten, schrägsten, krassesten, höchsten, tiefsten, schnellsten. Macht ja auch sonst noch keiner. Ne? Muss man ja mal so sagen. Macht ja niemand sonst. Deshalb haben wir jetzt beschlossen, wir fangen jetzt an mit Kategorisierungslisten, weil es völlig neu. Out of the blue, keine Ahnung, wie ich drauf kam. Und Playlisten. Wenn ihr Bock auf Playlisten habt, auch eine total innovative Idee.
Schickt uns gerne auf allen möglichen Kanälen Vorschläge oder so. Schickt uns auch gerne Themenvorschläge, wie Johannes eben schon sagte, wir sind es gewohnt, spontan und improvisiert auf irgendwas einzugehen, das kriegen wir auch thematisch hin. Also fordert uns auch hier gerne heraus. Ansonsten bereiten wir natürlich immer wieder Themen vor, die uns das Leben schreibt, die uns so im Alltag begegnen, über die wir schon immer mal reden wollten. Ich denke, es wird hier vielleicht auch Platz für Tabubrüche geben. Außerdem haben wir, ja. Wir bleiben angezogen. Ja, natürlich, aber auch ungezogen. Ein Wortspiel, ja. No pun intended. Ich möchte ja meine Moderatorenvisitenkarte hinterlassen. Unglaublich, unglaublich. Weißt du was? Du solltest mal mit Medien machen. Ja, ich denke auch. Im Unterhaltungsbereich ist bestimmt ein Plätzchen für mich. Nein, also ihr sollt ja einfach ein bisschen Spaß haben. Wir haben auf jeden Fall Spaß. Das steht für uns auch ganz klar im Vordergrund. Und vielleicht noch die E-Mail-Adresse, wenn ihr Bock habt, uns zu schreiben. Wir werden vielleicht auch in Zukunft mal, weiß ich nicht, einen Wettbewerb machen oder wir werden mal aufrufen zum zivilen Ungehorsam oder Newsletter irgendwas. Könnte ich mir auch vorstellen. info@discofolks.de. Achtung, Discofolks, beides mit OE, weil, nicht weil aus Ostdeutschland, sondern weil Motorhead. Ne? Nee, wir dürfen ja nicht sagen, dass wir... Wir haben dieses Logo übrigens nicht bei Motorhead geklaut. Die haben das bei uns geklaut. Wir haben es Lemmy aus den kalten, toten Händen gerissen. Nein, das waren Lemmys letzte Worte, als ich auf seiner Beerdigung war. Er kam noch einmal kurz in seinen Körper zurück und sagte, ihr müsst einen Podcast starten. Das waren seine letzten Worte. Ja, und auf der Beerdigung neben dir saß Sachsen-Paule. Wollte gerade wieder seinen Pimmel rausholen und hat gesagt, ja, Discofolks. So genau einfach. So ist es passiert. Geschichten, die das Leben spielt. Genau. War wie Religion. In diesem Sinne, also danke für deine Zeit, Philipp. Danke euch für Zuhören, für Zuschauen. Wir freuen uns auf eure Kommentare, wir freuen uns auf eure Abonnements. Macht uns berühmt. Macht uns reich, soll auch nicht euer Schaden sein, ne? Richtig. Genau. Dann bis bald, mein Lieber, und schöne Zeit. Ja, dir auch, Johannes. Danke.